Raven Age oder Ravenage? What a day for a daydream. What a day for a daydream. So ein Ding mittlerweile, ne? Dass alte Pop-Songs der 60er bis 80er irgendwie in so einer düsteren, sphärischen Sache meistens von Frauen, somnambulen Frauen gesungen gemacht werden. Okay, der Prolog von Daydream. Ich habe Little Nightmares nie gespielt. Stelle mir aber vor, dass es so ein ähnliches Spiel ist. Also kindlich schauerlich. Schauen wir mal. Sorry schon jetzt für jeden Lag. Ich muss wieder das andere Aufnahmeprogramm benutzen. Da kommt das häufiger vor. Mit dem Teddy muss man noch entkommen. Ich mache noch gar nichts. So, Shift. Ah ja. So würde ich gehen und... Ich habe einfach mal Space gerückt. Vielen Dank! Das kam ein bisschen spät, ne? Der Hinweis, dass ich mit Space springe. Gut, dass ich geübt bin. Da gerade runterfiel, war mein ist mein vibrierender Controller. Vibriert wie die Hölle. Okay, es ist ein Side-Scroller, nehme ich an. Also so ein 2.5 Dimensions Scroller. Hey! Ist natürlich praktisch, dass der Teddybär mir zeigt, wo es lang geht. Los, Teddy! Jetzt soll ich vorgehen? Na toll. Du weißt, wo es lang geht, aber bist du feige, das durchzuziehen, okay? So. Pick up Burly. Bist du Burly? Ja, du bist Burly. Ah, werfen? Teufel will ich tun, oder? Na gut, also. Tatsächlich werfen, ne? Es gibt kein Wort dafür, irgendwie. Ja, aber... Und jetzt? Kannst du mir helfen, Burly? Burly? Burly klingt irgendwie... Da! Jetzt bin ich hoch. Burly. Ja, okay. Oh, das ist Burly. Woran erinnert mich das? Kann ich hier was aufmachen? Nicht wirklich. Burly, erzähl was über dich. Wie bist du so drauf? Wer bist du? Warum kann ich dich jetzt... Doch, jetzt kann ich dich hochnehmen. Kann ich damit die Vase abwerfen? Juhu! Oh, kommt direkt wieder zu mir. Ich mag Burly. Oh oh. Vielleicht hätte ich hier nicht runterhüpfen wollen. Da oozed etwas raus. Grab the cart. Grab it, Cartman! So. Und, ja, nach vorne oder nach hinten? Ich weiß noch nicht, wo ich hin soll. Ich sollte das Ding nur greifen. Burly, halte ich fern von dem Zeug. Da liegt kein Segen drauf. So, ein bisschen nach oben. Muss tatsächlich ein bisschen weh drücken hier. So, dann kann ich doch bestimmt hier drauf. Ja, das geht. Burly! Oh, Burly kommt selbst nicht rauf. Na gut, Burly, komm her. Komm her. So. Juhu! Sehr schön.
Das ist natürlich süß, ne? Dass Burly selbst nicht klettern kann. Ich hoffe, Mäuse sind hier nett. Ich mag Mäuse. Ich mag auch Ratten. Aber Ratten sind eigentlich nie nett, oder? Kann das eine Ratte sein? Das ist eine Maus. Burly! Burly! Das ist nicht nett, wenn du die Maus verschreckst. Sie ist hier zu Hause. Ne? Hier sind Gäste. Hier sind Gäste hier. Was ist das für ein Käse? War das wirklich ein Stück Käse? So ein Mausekäse. Das Klischee, das Mäusekäse fressen. Das wäre aber ein winziger, das wäre so ein Babybell. Kann ich hüpfen und. Nee, kann ich nicht. Also, aus dem Crouchen hüpfen geht nicht. Ich folge einfach mal dem Weg hier. Och, das sieht einladend aus. Hier bleiben wir, Burly. Hier werden wir den Rest unseres Lebens verbringen. Ich kann nicht überall hinklettern, aber einigermaßen. Da liegt eine Blechtrommel. Oscar, Oscar, will die Trommel haben. Tja, hübsch sieht's hier aus. Kann ich da reinkriechen? Nee. Das Indianerzelt. An welchen Film erinnert mich das? Nicht Sixth Sense. Oder sowas ähnliches. Einer der Conjuring-Filme, glaube ich, ne? Ja, hold, pick up an item. Welches denn? Die Lampe, die. Was soll ich denn aufheben? Oh! Der trägt eine Schaffnermütze. Wollen wir Eisenbahn spielen, Birdie? Okay. Dann tue ich das doch mal da rein. Na, muss nur an die richtige Stelle gehen. So, ich habe gedacht, dass wir jetzt hier die Eisenbahn einschalten auf die Weise. Was ist denn, wenn ich hier hinten drauf gehe? Es laggt weiterhin. Oh, hier kann ich Musik machen. Das ist zwar eher so, also es klingt bestenfalls nach einem faschistischen Marsch oder so, wenn ich da spiele. Okay, Burly, wir gehen hier mal durch und gucken mal, ob wir fündig werden. Licht wäre nicht schlecht. Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Hier vorne ist doch eine Lampe. Sehe ich doch in der Dunkelheit hier. Na gut, wir gehen einfach mal hier in die Dunkelheit rein. Offenbar war das nicht die Idee, die das Spiel hatte. Ich werde gar nicht gebraucht. Burly kann alleine Eisenbahn spielen. Ach, da sitze ich. Okay. Na gut, dann hebe ich das jetzt mal auf. Hatte ich vorher nicht gesehen, Burly. Vergessen wir das, was ich gerade da gemacht habe. Also, ne? Der Fehler, den ich gemacht habe. So. Wenn ich was in der Hand habe, muss ich einfach nur in die Richtung gehen. Da! Da kommt der Zug. Okay, Burly. Ich heb den Socken hier auf. Kann ich nicht. Aber er ist auch nicht im Weg. Oh! Da fährt er. Aua. Mir über die Füße fahren. Burly, da drin ist dunkel. Ich bin da eben gestorben. Ah, jetzt wird's hell. Wo bin ich denn da reingefallen? Da vorne bin ich reingefallen. Okay. Ja, kann ich dich da runternehmen, Burly? Ah ne, ich muss das da vorne umschalten. Ja, drück doch. So, dann kann ich auch darüber gehen. Musik ist hübsch, ne? Oh, das Laggen hingegen nicht. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Gute Arbeit, Burly! Mütze hast du abgesetzt. Willst du sie nicht mehr aufsetzen? Hier. Dann setzt die Mütze doch wieder auf, Süßer. Na gut. Na gut, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Ich muss mal eben gucken, ob ich die, will ich eigentlich nicht runter. Will ich eigentlich nicht runtersetzen. Welche? Ich kann Deutsch stellen. Nehmen wir das doch.
guck mal. Fortsetzen. Und da bin ich wieder tot, oder? Ja. Muss ich jetzt wieder... Muss ich wieder alles von vorne machen? Ja, ich muss alles von vorne machen. Na gut, Burly. Dankeschön. Wir sind ein gutes Team. Und wenn wir dann drüben angekommen sind, sagst du mir, was ich machen soll, okay? So. Ab. Ab in den Zug. Du kennst die Routine. Beinahe hätte ich mich vor den Zug geworfen. Kennst du dieses moralische Dilemma, Burly? Ja, mit dem Zug und dem und den. Ich muss niesen. Sorry, ist eine Moralallergie, die ich habe. Ja, das moralische Dilemma, das Bekannte. Kennst du bestimmt, Burly. Ich weiß nur nicht, wie du es gelöst hast. Wenn du es gelöst hast. Es sind offenbar Löcher hier am Boden. Und das finde ich sehr ungünstig, dass ich hier immer wieder neu anfangen muss. Weil es ja eigentlich ganz nett ist hier. Ich konzentriere mich jetzt mal, ja? Ich heb den hier auf. So. So, den da reingesteckt. Und, das ist einer der Gründe, ne, warum ich diese Art Spiele nicht so sehr schätze. Weil sie ja hübsch sind, aber man immer aus dem Hübschen so völlig rausgezogen wird. Man anfangen muss, alles nochmal und nochmal und nochmal zu machen. Ich kann ja währenddessen dem interessierten Zuschauer sagen, dass die Fälle, wo ich die, wo ich mein anderes Aufnahmeprogramm nehmen muss, es daran liegt offenbar, dass Unity oder Unreal Engine, eins von beiden, auf jeden Fall crasht. Wie kann das sein? Kann mir das jemand erklären? So, jetzt hüpfe ich. Jetzt hüpfe ich den ganzen Weg. Und hier crasht es nicht, dafür laggt. Oh nein! Oh, es ist zu dunkel! Ich sehe da nichts. Wir überspringen. So, hier stehe ich wieder und bin darum rumgekommen, ja, und muss wahrscheinlich nicht da runterlaufen, sondern hier durch, oder? Meine Güte. War es das wert? Grafik ist sehr schön. Selbst murmelnd, oder? Und deswegen will man auch nicht belästigt werden mit komplexen Spielelementen oder sowas. Kann ich da... Ich versuche mal zu viel hier, ne? Vielleicht sollte ich einfach nur da lang gehen, wenn nichts sich aufdrängt. So, hier fehlt eine Treppe, wie es aussieht. Burly! Wollte gerade sagen, Treppen kannst du steigen, oder? Komm her. Was ist denn, wenn ich dich da hochwerfe? Kannst du da was runterbringen? Ja, offenbar. Bewege! Moment. Achso, die Maus bewegen. Achso. Ah, okay. Ich kann zeigen, was er machen soll. Ja, bewege. Mach. Bewege mich? Konnte ich gerade auswählen? Du sollst das machen! Achso, Space dann. Um es auszuwählen. Ach, das reicht aus. So, kann ich hier hoch? Ja. Eine Idee. War da was am Fenster? So, ich hab ein Programm ausgeschaltet. Weiß nicht, ob das Laggen jetzt weniger wird. Oder erst recht nicht. Oh, wo geht Burly hin? Na, Gott sei Dank. Ich dachte, da wäre jemand. Habe ich mich wohl geirrt?
Das wäre ja auch unheimlich gewesen, wenn da jetzt jemand gestanden hätte. So, Burley, wo bist du hin? Vorne irgendwo, ne? So, jetzt stehe ich hier. Gibt's Fallschaden? Wir sind neugierig, ne? Ah, da kann ich entlang. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich bin irgendwie blind in diesem Spiel. Dabei ist es nicht so dunkel eingestellt. Also ich sehe eigentlich sehr gut. So. Ich habe Angst, zu weit zu gehen. Ich kann das schieben. So, jetzt da rein. Okay. Zu ist es. Hier habe ich immer Angst, dass die Dinger aufgehen. Wenn eine Maus kommt, Burley, kick nicht wieder einen Stein nach ihr. Dieser Leuchtturm da unten ist wahrscheinlich ein... Oh, ich bin gerade noch gehüpft. War das gut? Oder war das schlecht? Jetzt stehe ich hier nämlich. Bin gerade noch gehüpft in dem Moment, wo das kippte. Aber Burley ist da unten. Dann kletter ich auch nach unten. Ob ich sonst tot wäre? Ja, ich wäre damit mit durchgeflogen nach vorne. Wahrscheinlich wäre das okay gewesen. Insofern hoffe ich, dass das trotzdem cool war, was ich jetzt gemacht habe, auch wenn es nicht hilfreich war. So, Burley, ich höre wieder sowas hier. So Gas. Heißen Dampf. Sowas ist nie gut. Sowas muss man abschalten irgendwo, soweit ich weiß. Will das Licht, dass ich da hochklettere vielleicht oder so. Ich gehe jetzt mal da, wo der Dampf ist. Und tu mal so, als wüsste ich nichts. Kann ich das aufheben hier? Ja, tatsächlich. Ist ja, wenn ich das werfe. Passiert nichts Beeindruckendes. Ja, wenn ich hier jetzt drüber gehe, dann tue ich mir weh. Das weiß ich doch. Das nehme ich doch an. Kann ich das werfen? Ja, weg ist es. Ja, ich gehe einfach mal da lang. Wer hätte es gedacht? Ich bin auf der Stelle tot. Nicht mal, dass ich mich au verbrühe oder so. Na gut. Ja, dann will das Programm wahrscheinlich, dass ich hier irgendwas tue. Kletter ich da mal rauf. Bin immer noch stolz, dass ich da einfach eben runtergehüpft bin. Burley, geht's dir gut? So, abschalten. Ich würde ja schon gerne mal sehen, ob es Fallschaden gibt. Vielleicht kann ich das jetzt tun. Juhu! Ich werde nie erfahren, ob man Fallschaden bekommt, wenn man ins Leere, ins Nichts fällt. Sounddesign ist auch hübsch, ne? So, vielleicht werfe ich es jetzt mal nicht runter, um niemanden zu verletzen. Ich kann da raufklettern, aber es jetzt nicht benutzen. Dann schiebe ich es doch noch ein Stück. Wieso klettert er jetzt drauf? So, jetzt macht das. So, und dann kletter ich jetzt ganz gemütlich wieder hier runter. Ah! Es gibt falsch an. Es gibt falsch an. Ja, liebe Zuschauer, wer meinem Kanal eine Weile folgt, weiß, dass man bei mir mehrfach Dinge tun muss, um sie richtig zu tun. Vielleicht steckt da irgendeine philosophische Sache drin, ne, dass ich die besondere Natur die von Computerspielen nutze, um etwas zu tun, was ich in der Welt nicht tun kann, nämlich absichtlich zu scheitern oder unabsichtlich und einen neuen Versuch zu wagen. Oh, Gott sei Dank. Ich scheitere im normalen Leben zum Glück nicht allzu oft und kann mir diesen Luxus dann hier leisten. Was mich wahnsinnig macht, ist hier die Ansicht. Ne? Wenn ich einfach wenn ich D drücke und einfach zur Seite gehe,
driftet er so langsam nach oben und dann fällt er wahrscheinlich irgendwann runter. Und das ist verdrießlich. Ach, jetzt kann er klettern. Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach seitlich gehe? Muss ich dann nachbessern? Na gut, der Dampf ist hier vorne. Zum Glück nicht da hinten. Ich wollte gerade sagen, irgendwas Albtraumhaftes. Ich soll Space halten. Wo ist A? Hier ist A. Warum kommen jetzt noch so Minispiele hier? Wo ist A? Ich dachte, kurzen Moment irgendwie. A wäre oben. Aber ist es nicht. So. Hier kann ich mir die Hände waschen. Wenn ich will. So, Burley, komm her. Ich werf dich mal wieder rauf. Wahrscheinlich kann ich dadurch sehen, ob ich da überhaupt rauf soll. Ne? Wenn Burley da hingeht, dann ist die Welt in Ordnung. Kann ich da vorne hin hüpfen? Nein, nicht daran halten. Nein, kann ich nicht. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Tja, hier stehe ich. Burley! Ich soll dir bestimmt irgendwas geben, ne? Ja, schön. So, Burley! Hör mir zu. Ich hätte jetzt gedacht, dass er da oben die Kiste nimmt und sie runterschiebt und dass ich dann da draufklettern kann, aber okay. Das will das Spiel offenbar nicht. Kann ich hier hochklettern? Was passiert jetzt? Oh oh. Ja, ich weiß nicht, wie es passiert ist, Burley, aber im Prinzip ist jetzt sowas Ähnliches passiert, wie das, was ich wollte. Oh. Aber auch nur sowas Ähnliches. Da kann ich doch aufklettern. Moment, meine erste Idee, die ich hatte, weiter klettern, so, von der Seite, es geht also irgendwie, aber nicht genug, so, und das Ding jetzt konnte ich nicht was ziehen oder so. Kiste vielleicht. Kann ich die ziehen? Nee, kann ich nicht ziehen. So, Burley. Jetzt stehen wir hier. Das Ding ist hier runtergerollt. Was es auch gerne darf. Kann ich da drauf so balancieren? So. Ja, offenbar gleich das. Oh, Mann! Ich hasse Geschicklichkeitsspiele jeglicher Art. Vor allem, wenn ich nicht mal sicher bin, ob ich das mache. So, wenn ich jetzt hüpfe, bewegt sich das dann nicht nach vorne vielleicht? Nein, gibt's nicht. Und es laggt wie verrückt. Moment, Checkpoint neu starten. Wie wär's damit? Ich bin nicht sicher, aber wehe, der Checkpoint ist viel zu früh hier. Ja, da ist er. Okay. Gut, Burley, komm her. Ich trag dich direkt durch und schmeiß dich da oben rauf. Juhu! So. Burley! So, mach was. Ja, ich dachte, jetzt passiert was. Wie hast du das denn eben gemacht, Burley? Moment, kann ich das hier? So, jetzt ist Burley da hinten. Der hilft mir nicht mehr.
Ja, so. Na, Gott sei Dank. Da stehe ich. In der Dunkelheit schon wieder. Will ich mir wieder die Beine brechen. Oh, das Genick oder so. Oh, ist das hübsch. Ist das hübsch da hinten. Ist das... Was für eine Art Gottheit ist das da? Eine dimensional verschobene, wie es scheint. So. Wir laufen direkt darauf zu und hüpfen einfach. Wir lassen uns gar nicht aufhalten, oder? Ah. Ja, da mache ich das. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, muss ich sagen. Aber... Ja, jetzt habe ich es gegriffen. Und dann lasse ich es wieder fallen. Moment, kann ich das Gitter greifen und Burly einen Hinweis geben? Gucken wir mal. Oh. Ich weiß nicht, was das soll, aber... Ah! Okay. Burly geht da durch. Da ist er. Ja, schön, Burly. Mach da was. Vielleicht ist das gut. Oh, er kann echt hoch hüpfen. Hm. Ja, das ist, Wenn ich jetzt loslasse, geht das wieder runter, oder? Ja. Vielleicht hätte ich Burly da nicht durchschicken sollen. Muss ich ja. So, jetzt wird gerannt. Ah, es hat funktioniert. Auf Anhieb. Ja, da bin ich ja froh. So, was ist das hier für ein Pilzmonster-Gott oder sowas? Ja, lass mich raten, das muss jetzt irgendwie gedreht werden oder so, ne? Obwohl es mir so viel besser gefällt. So, Burly, ich kann ja eigentlich immer das hier drücken und ihm... Ja, dann sehe ich ja, was ich machen kann. Ist das gut? Wo läufst du hin? Burly! Komm her zu mir. So, ich habe gerade gesehen, als ich nach dir rufen wollte, dass ich das hier auswählen kann. Dann mach da mal was. Dachte ich mir doch. Jetzt, sobald sie komplett ist, wird sie aufstehen und mich angreifen, wie in einem Ray Harryhausen-Film oder so. So, da kann ich. Das kann ich doch drehen da oben, oder? Muss ich hier das Bein hoch? Ja. Ah, hier ist noch. Dann bringe ich die doch hier mal an. So, und dann drehe ich die hier. Ist zu schön, um mich anzugreifen, oder? Obwohl das cool wäre. So eine monströse, hübsche Dame, wie in Attack of the 50-Foot-Woman. 30-Foot-Woman? Wie groß war sie? Nicht die Daryl Hannah-Version, nein, die 50er-Jahre-Version. Nur die zählt. So, gehen wir hier rein, Burly. Leggedy-Lag. Das ist ganz schön hoch. Komm, wir gehen auf das Glas. Was soll schon passieren? Meine Güte. Würde ich nie machen in echt. So. Ah! Ein riesiger Landwal. Oh oh. Burly. Burly, komm da weg. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Was immer ich gemacht habe, es war keine gute Idee. So, irgendwie ist das alles überfordert hier mit der Grafik, wie es scheint. Ich gucke jetzt doch mal, ob ich die Grafik ein bisschen runtersetzen kann. Ist zwar schade, aber wenn das hier überfordert ist. Ah, sehe so komisch. Ach so, Moment. Wenn ich das lasse und die Grafik aber auf Mittel stelle, dann
könnte es auch okay sein, oder? Fortsetzen. So, jetzt sieht es grafisch nicht mehr so schön aus. Und laggt wie in alten Zeiten. So. Es laggt noch mehr, oder? Mir gefällt die Ansicht hier überhaupt nicht. Burly, komm da weg! Das sieht gefährlich aus, was du da hast. Ich drück mal wieder die Taste hier. So, Burly, geh da mal ran. So. Solange du da hängst, kannst du keinen Unsinn machen. Tja, hier sehe ich nichts mehr irgendwie. Nichts zu sehen. Außer dieser Motor hier. Kann ich da was machen an dem Motor? Ja, offenbar. Achso, ich kann... Ah! So. Und jetzt, Mann, Burly! Ah! Okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. So. Wenn ich das Ding gezogen habe, dann muss Burly irgendwie das einschnacken lassen. So, jetzt hüpf nochmal dran. Lag. Ist vollkommen überfordert mit diesem Spiel. So, sehr schön. Vielen Dank. Und jetzt laufen wir doch nochmal hier rüber. Auch wenn es gefährlich aussieht. Ja, Verzeihung, lieber Zuschauer. Also hier, ne, mit den Lags, das, wie gesagt, liegt irgendwie dran, dass mein übliches Aufnahmeprogramm... Oh, Vögelchen. Ja, irgendwie sehe ich in die Quere kommen in manchen Spielen. Und da muss ich hier das machen. Ich könnte jetzt sagen, welche es sind, aber ich will ja gar keine Werbung oder Anti-Werbung machen. Soll ich da durchgehen? Oder da lang? Tot bin ich. Wehe, ich muss das jetzt nochmal machen. Wehe. Ne, muss ich nicht. Okay. Sagen, Burly, muss ich dich wieder ziehen oder so? So, und jetzt hier dieses, ne, ich kann doch da hinten lang hüpfen, oder? Muss ich da schneller laufen? Ja, so geht's. Kommst du? Okay. Das, ja, das sind die Dinge, die mir keinen Spaß mehr machen. So, jetzt habe ich es geschafft und hätte Burly hier rüberwerfen müssen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal zurückspringen und Burly nehmen und werfen. Und dann muss ich nochmal den Wurf schaffen. Er weiß zumindest immer, wohin er muss. So, wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe, dann schmeiße ich alles hin. Okay, lieber Zuschauer, das ist der Punkt, wo mich diese Spiele völlig fallen lassen. Egal wie hübsch, ja, das alles ist hier. Warum werde ich hiermit belästigt? Es gab ein Spiel, ich überlege gerade, welches das war. So, bis hierhin kommst du.
Es gab ein Spiel, das ich mal gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Wo nach dem zweiten oder... War das nicht GTA 5? Wo man nach dem zweiten oder dritten Versuch, irgendwas zu machen, irgendwie angeboten bekam, das einfach zu überspringen oder so? Mir reicht's. Ja. Ich mache noch einen Versuch, ja? Wo man das angeboten bekam, das zu überspringen. Und das ist okay. Ich habe das schon mal in einem Video gesagt. Ja, ich weiß, dass jetzt einige meiner Zuschauer hier sitzen, ja, und sich ömmeln. Und sich freuen darüber, über mein Missgeschick. Aber nicht umsonst, ne, nenne ich das Ganze ja, also meinen Kanal hier im Untertitel Non-Gamer Gaming. Weil ich bin kein Gamer, ne, der hier, ich muss gut zielen und schießen können und ich muss, wo stehe ich, wo hänge ich denn jetzt fest? Und mit Geschicklichkeit und Geschwindigkeit und so weiter, ja, ich bin nicht mit Super Mario oder ähnlichem aufgewachsen. Das heißt, ich hab hier keinen Spaß, es bremst das gesamte Spiel aus. Es ist als... Ja, mir reicht's. Es bremst das gesamte Spiel aus. Und beendet es hier für mich. Ja, ich kann das jetzt noch 100 Mal versuchen. Oder ich kann alles nochmal mit dem Controller versuchen, weil es wahrscheinlich leichter irgendwie zu machen ist oder so. Aber nein, habe ich keine Lust drauf. Tut mir leid, lieber Zuschauer, dass es hier enden muss. Mich hätte noch interessiert, was da oben passiert. Aber nicht so. Okay, für wen ist das Spiel jetzt? Was für ein Fazit ziehe ich? Wunderschönes Spiel für Leute, die geschickter sind als ich. Da bin ich halt raus. Ist das eine Empfehlung? Aus meiner Sicht dann halt nein. Weil so sollte ein Spiel nicht enden. Und auch ein Video nicht. Aber es tut es leider. Bis dann. So, ich bin oben angekommen. Meine Güte. Und ich habe schlechte Laune. Ja. Schlechte Laune habe ich. Ja, und jetzt ist hier wieder ein Puzzle, wo ich irgendwas machen muss. Ich drücke rechts, kann ihm hier sagen, dass er irgendwie zu mir kommen soll. Ich kann aber es auch selber hier erreichen. Oder nee, kann ich in dem Fall nicht. Und so sieht es hier oben aus. Um die Tür hier, um da reinzukommen, muss ich sie irgendwie einschlagen oder so weiter. Ich habe es jetzt noch geschafft bis hierhin. Ich habe auch keine Lust mehr weiterzuspielen. Ja? Was soll ich sagen? Fazit. Ja, ein Seitenscroller mit sehr hübscher Grafik. Gut geeignet wahrscheinlich für jeden, der irgendwie einigermaßen geschickte Finger hat oder Durchhaltevermögen oder den Controller von Anfang an benutzt. Für mich ist es nichts. Okay, bis dann. Seid so gut und gebt mir einen Daumen rauf. Für den Algorithmus.